Tief durchatmen. Immer wieder wichtig, sich daran zu erinnern. Aloha, meine Lieben, und einen wundervollen Sonntag euch. Ja, diese Woche war unheimlich spannend. Es hat sich viel getan. Der Mond hat uns viel Bewegung reingebracht, würde ich mal sagen. Ich weiß nicht, wie es euch ging. Bei mir hat sich zumindest auf der emotionalen Ebene wirklich einiges getan. Viel neue Erkenntnisse, viel. Ja, ich habe auch bemerkt, mehr und mehr, wie sehr ich für mich selber einstehen kann. Und das ist auch der Punkt, den ich als Wochenerkenntnis heute mit reingenommen habe. Wahrzunehmen, also welches Leben möchte ich kreieren in meinem Leben und es auch selber zu leben. Ja, es selber auch zu fokussieren, es für sich selber auch immer wieder vor Augen zu führen. Für mich ist es so, dass das Wort Arbeiten immer so eine ein bisschen negative Annotation hat. Weil man arbeitet zu einer bestimmten Zeit, von Montag bis Freitag. Und man lebt dafür, dass man dann am Wochenende frei hat, beziehungsweise dass man irgendwann mal dann in Urlaub fährt. Und als ich dieses neue Leben für mich so begonnen habe, hat sich relativ bald herauskristallisiert und ich habe wirklich, seitdem dieses Jahr begonnen hat, das nochmal für mich selber ein bisschen verstärkter gemacht, einfach, dass ich für mich den perfekten Urlaub leben möchte. Das heißt zum einen, dass das, was ich tue, dass das, was quasi als meine Arbeit gesehen werden kann, ich selber aber gar nicht so sehr als Arbeit sehen möchte, sondern einfach auch als etwas, was ich gerne tue, was ich in meiner Freizeit eben gerne mache und somit eben auch gerne mal das in mein Leben integriere. Und ich war jetzt ein paar Mal weil ich bin ja hier in diesem Haus verbunden mit ganz vielen Leuten, die eben auch digital arbeiten und digital viel tun. Und ich sehe natürlich, wie viel die auch arbeiten immer wieder. Und wir beschließen dann, hey, lass uns doch mal einen Strandtag machen. Dann gehen wir alle an den Strand und ich nehme meistens mein Heft und mein Buch mit und zum Schreiben. Und ich verbringe diesen Tag am Strand und erlebe natürlich dieses Schöne dort, aber ich setze mich auch hin und ich werde inspiriert und ich beginne Sachen aufzuschreiben, weil ich ganz genau weiß, ich ordne mir schon ein paar Sachen schon mal hin. Und das würde normalerweise wahrscheinlich als Arbeit zählen, aber ich sehe es nicht als solches, weil es für mich eben das ist, weil das dieser Urlaubstag ist, weil ich möchte das in mein Leben bringen, dass ich das jeden Tag lebe. Und diese Erkenntnis wahrzunehmen, desto mehr ich das für mich integriere, desto mehr ich das auch als solches sehe, weil es sind unsere Gedanken, die diese Dinge kreieren. Und ich bin mir felsenfest davon bewusst, dass es nicht nur damit funktioniert, nicht nur, wenn ich am Strand liege, sondern auch, wenn ich ganz normal zu Hause an meinem Computer sitze und arbeite, da kann ich für mich selber das auch sehen als einen Urlaubstag, den ich verbringe mit mir selber oder vielleicht auch mit Freunden, wo ich inspiriert werde, aber wo ich dann trotzdem arbeite, in Anführungsstrichen. Und um sowas für mich manifestieren zu können, muss ich es umso mehr immer wieder leben, immer wieder mir bewusst in meinen Alltag herholen. Und worauf ich eigentlich hinaus will, weil jetzt bin ich ja quasi schon in diesem Leben, das ich mir gerne kreiert habe, dass ich das vorher schon angefangen habe, immer mehr reinzubringen. Immer wieder mir bewusst zu machen. Weil ich glaube, das Wichtige ist, sich selbst immer wieder bewusst zu machen, wo will ich eigentlich hin? Und dann, wenn ich weiß, wo ich eigentlich hin will, das in mein Leben zu integrieren. Das heißt, mir vorher zu überlegen, was fühle ich denn, wie fühle ich das, also ins Gefühl zu gehen und zu sagen, okay, ich möchte, dass mein Alltag sich anfühlt wie Urlaub. Also möchte ich, dass sich mein ganz normaler Büroalltag anfühlt, als hätte ich einen Urlaubstag gehabt. Und mir ist einfach bewusst geworden, vielleicht habe ich heute einfach mit der Dankbarkeit als erstes angefangen. Ich bin unheimlich dankbar dafür, dass ich es getan habe. Weil ich dadurch immer mehr und mehr mir das Leben kreiert habe, wo ich jetzt bin, wo ich,
einfach glücklich bin, und wo ich einfach weiß, das ist so, wie ich einfach leben möchte. Dass ich meine Arbeit als Urlaub sehe, dass ich mein Wirken als Urlaub sehe oder einfach Hobby, würde ich sagen, wäre das falsche Wort, weil es ist schon etwas, was ich Vollzeit mache. Aber eben nicht für mich als dieses Negative ist. Ich muss es tun, damit ich Geld verdiene. Und dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Damit wollte ich gerade mal raus, weil mir das einfach diese Woche wieder sehr stark bewusst geworden ist. Und innerhalb dieses Ganzen, sich ein Leben kreieren zu wollen, was gut für einen ist, habe ich für mich auch beschlossen gehabt, unter anderem, und jetzt kommt es zum nächsten Punkt, zu meiner großen Erkenntnis, ich wollte gerne oder ich möchte gerne ein gesünderes Leben kreieren. Neue, bessere Ernährung, auch für meinen Körper. Ich weiß, dass ich früher unheimlich sportlich war, aber dass ich das einfach in den letzten Jahren sehr stark vernachlässigt habe. Und deswegen war einer der Punkte, der wichtigsten Punkte für mich, einfach wirklich anzufangen mit Sport. Einfach wirklich, egal was. Und für mich war diese Erkenntnis, weil ich habe früher eigentlich immer dieses Üben, Üben, Üben und man muss dranbleiben und machen und dieses motiviert bleiben, gerade wenn man körperlich manchmal nicht mehr kann, habe ich immer als nicht so schön empfunden. Und irgendwann habe ich mir aber gedacht, naja, hilft dir nichts, mach einfach. Also ich habe für mich quasi dieses, ich muss jetzt von Anfang an perfekt surfen können, perfekt rennen können, perfekt auf der Slackline laufen können. Diese ganzen Sachen, diesen Druck einfach rausgenommen, sondern ich mache einfach so, und weil ich möchte, dass es mir Spaß macht, ich möchte nicht unter Druck gesetzt werden. Und ohne diese Erwartung an mich zu haben, ich muss da an irgend so einem gewissen Punkt hinkommen, mache ich einfach. Ob das klappt oder nicht, wie auch immer. Und so habe ich angefangen, jeden Tag ein wenig auf der Slackline zu üben. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das ist diese, so ein, ich will nicht sagen Faden, aber wie so ein Ding, das aufgespannt wird und dann läuft man, balanciert man sich quasi darauf aus. Und ich habe angefangen, immer wieder zwischendurch, jeden Tag, mich kurz darauf zu stellen. Und am Anfang habe ich mir gedacht, ich lerne das nie, weil man hat kaum Balance und so weiter. Komischerweise, 4 Wochen, nicht einmal 4 Wochen später, bin ich mittlerweile die Slackline schon einmal hin und zurück gelaufen. Ich kann es nicht ständig replizieren. Mittlerweile falle ich, momentan schaffe ich es gar nicht, bin irgendwie. Aber ich weiß, ich übe einfach weiter und ich habe es schon mal geschafft. Und genauso ist es mit dem Surfen. Ich bin um Gottes Willen immer noch kein guter Surfer, aber ich übe einfach und ich mache einfach. Und wir hatten gestern einen Tag, da waren gar kaum Wellen, da konnten wir gar nicht üben. Und das passiert auch. Aber ich mache einfach weiter. Nicht aufgeben, sondern einfach weitermachen. Und irgendwann merkt man, huh, jetzt bin ich schon mal einen Schritt weitergekommen. Und dieses Üben, Üben, Üben ist, ja, so doof es auch klingt, aber es ist tatsächlich einfach auch hilfreich und gut und für alles, was man macht. Und ich glaube aber, dass dieses Üben eben weniger schlimm wird, wenn man keine Erwartungen ans Ende stellt, sondern einfach sagt, hey, ich mache es jetzt einfach, weil es mir Spaß macht. Und weil ich weiß, dass es mir gut tut. Genauso ist es wie mit dem Laufen. Gut, beim Laufen muss ich zugeben, dass ich eine Challenge bekommen habe, bis Juli 6 Kilometer in 28 Minuten zu laufen. Ich habe keine Ahnung, ob ich es schaffe. Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, dass auch da, ich habe zwar diese Challenge angenommen, aber ich möchte mich davon nicht unter Druck setzen lassen, sondern ich übe einfach. Ich weiß, es tut mir gut. Ich gewöhne meinen Körper jetzt gerade daran. Jeden Tag gehe ich laufen. Ihr habt ja letztes Mal gesehen, da war ich noch knallrot. Heute habe ich mir gedacht, ich mache mal vorm Laufen gehen. Und genau, und auf jeden Fall merke ich, wie mein Körper sich immer mehr daran gewöhnt, als auch meine Seele. Mittlerweile ist es für mich mit auch eine Art Meditation geworden, laufen zu gehen, weil ich ordne mich damit schon mal ein für den Tag. Was will ich heute manifestieren, was will ich heute in mein Leben rufen, was möchte ich loslassen, was möchte ich kreieren. Und das in diesen Minuten, in denen ich halt eben laufen gehe. Und eben als das Gesamtding, weil ich weiß noch, wie das früher für mich,
ich sag mal, was ich selber für Entschuldigungen dafür hergenommen habe. Ja, mach nicht, und weil ich bin ja noch nicht so gut oder keine Ahnung, oder weil man immer wieder irgendwelche anderen Sachen findet, die wichtiger sind. Alles, was mit unserer Gesundheit zu tun hat, weil ich weiß, ich habe bestimmt noch 10.000 Sachen, wo ich mich noch nicht ganz hundertprozentig gesund bin, aber ich mache einen Schritt weiter näher dran, indem ich zum Beispiel jeden Tag laufen gehe, oder ich mache einen Schritt näher dran, indem ich an einem Tag einfach doch nochmal Wasser trinke, anstatt irgendeine Cola oder so. Und was mir dabei einfach auch hilft und geholfen hat und vielleicht auch euch helfen kann, ist einfach in dieses Bewusstsein hineinzugehen, zu sagen, es ist ein Geschenk, das ich für mich selber mache. Und deswegen ist es eine Entscheidung, die ich selber treffen kann. Das kann uns kein anderer abnehmen. Es kann uns kein anderer sagen, wenn wir irgendwas tun und uns erzählen, und so viele Leute erzählen uns, was das Richtige für uns ist und was wir machen müssen und die Ernährung und so viel Sport machen und bla. Ich sage extra bla, weil auch das, was ich euch jetzt erzähle, das ist meine Erfahrung, das ist das Geschenk, was ich für mich mache. Wenn du dich dafür entscheidest, einfach nur jeden Tag wenigstens 10 Minuten spazieren zu gehen, dann bist du 10 Minuten spazieren gegangen, hast 10 Minuten für dich eine Form der Gehmeditation gemacht, weil das auch was Wunderbares ist, um deine Gedanken zu sortieren, hast dich bewegt und es war super. Und wenn du dich dazu entscheidest, am nächsten Tag vielleicht anstatt des Schweineschnitzels, des fetten Schweineschnitzels, doch irgendwas Leichteres zu essen für dich, weil es sich für dich besser anfühlt, dann mach das. Wenn es das Richtige für dich ist. Auch da, finde ich, ist es immer so, wir ecken uns immer wieder so ein, es muss so und so und so und so sein. Und es ist es nicht so. Auch mit der Ernährung ist es nicht so. Jeder von uns ist anders, jeder Körper ist anders und für jeden passt einfach was anderes. Finde das, was für dich das Richtige ist, und finde das, was für sich für dich richtig anfühlt, aber merke auch, dass du das als Geschenk für dich selber ansiehst. Weil das machst du nicht für jemand anders. Das machst du nur für dich selber und du bist es wert, dass du etwas für dich tust. Und wenn es ist, dass du dir einmal in der Woche eine Massage gönnst, oder weil es ist, weil du einmal in der Woche dran gedacht hast, beim Duschen, das Duschen auch als meditativen Akt zu sehen und dich selbst reinigst von den Dingen, die dir nicht gut tun. Wichtig ist einfach dieses, es ist für dich, es ist eine Entscheidung, die du für dich selber triffst und ein Geschenk an dich selbst. Ja, einfach dieses dir das zu schenken, dass du in einem gesunden Körper lebst oder dass du in einem Körper lebst, mit dem du zufrieden bist. Dir das selber das zu schenken und ja, für, du bist es wert, dieses Geschenk zu bekommen. Und ich weiß, es, wenn man noch in der Situation ist, dass man noch nicht so weit ist, dass man noch nicht für sich selber was tut, ist es oft schwer, weil es ist, man muss so viel Zeit investieren. Und natürlich ist es so, alle guten Dinge, sage ich jetzt mal, brauchen einfach ihre Zeit. Aber auch jeder von uns ist es wert, dass wir uns diese Zeit für uns selber nehmen. Weil du nimmst sie dir nicht für andere, sondern du nimmst sie dir nur für dich selber. Und es ist einfach ein schönes Geschenk. Und das war für mich einfach diese riesige Erkenntnis wahrzunehmen. Also ich habe es natürlich vorher schon wahrgenommen, weil ich schon für mich mein Weg, wie sagt man, körperlich auch gut zu mir selber zu sein, hat eben auch vor, ich glaube, 2 Jahren angefangen. Ich glaube sogar 3, als ich anfing, ein stärkeres Körperbewusstsein zu erlangen durch die Lumi-Ausbildung, die ich gemacht habe. Mir bewusst zu werden, das hier ist mein Tempel, das ist das, was ich mitnehme, überall hin, wo ich gehe, das ist mein Körper, den habe ich jetzt ich muss auf den aufpassen, sondern ich kann auf den aufpassen und ich kann Gutes tun und es tut so gut, Gutes zu tun, weil man findet gerade, was die Ernährung angeht, so viele tolle Sachen und leckere Sachen und man muss nicht verzichten. Und das ist einfach was Schönes, was man mit sich selber tun kann, für sich selber tun kann. Und ich wünsche es jedem und das, wie gesagt, für mich jetzt heute war auch wieder dieses Wahrnehmen, wie weit ich schon gekommen bin, wie viel ich meinem Körper schon Gutes tue. Natürlich gibt es bestimmt viele Leute, die sagen, ja, man kann auch das und das und das und das tun. Aber es ist alles Schritt für Schritt und es sind alles kleine
kleine Schritte, die man macht. Und aber diese Menge von kleinen Schritten machen irgendwann mal einen großen Schritt aus. Und irgendwann stehst du da und denkst dir nur, wow, das habe ich jetzt schon geschafft und das schaffe ich jetzt schon und das mache ich. Und mir geht so viel besser und ich stehe jeden Morgen auf und bin besser gelaunt und ich bin, ich atme alles um mich herum und ich lebe alles und ich genieße alles. Und das kann jeder von uns erleben. Und ich möchte einfach euch damit inspirieren und euch einfach zeigen, es geht und man kann diese Zeit für sich investieren. Vielleicht eben nicht, indem man gleich die großen Erwartungen hat, der großen Ziele, sondern einfach mal wie ich das Anfang des Jahres in meiner Anfangsjahresbotschaft gesagt habe, kleine Ziele setzen, jeden Tag ein kleines. Und diese kleinen Ziele bringen uns irgendwann mal, stehen wir da und haben einfach das große Ziel vor uns. Und das hilft uns dann. Genau, das wollte ich als Inspiration für diese Woche. Ich wollte gerade gucken, also Erkenntnis, Dankbarkeit haben wir. Natürlich. Wir haben nächste Woche schon mal für euch zur Info. 7. 8. Februar sind zwei Portaltage. Das heißt, wir werden aus dem, was der Mond uns gebracht hat, können wir jetzt dann ins Tun kommen und mal schauen, was diese Portaltage uns dann wieder aufzeigen. Also seid wieder achtsam mit euch selbst. Was habe ich noch? Es passiert gerade so ein bisschen einiges. Für alle von euch, die sich noch nicht eingetragen haben oder die vielleicht Lust haben, es findet die Best of Congress statt. Das ist wieder ein Online-Kongress. Diesmal allerdings ist es eine Zusammenfassung aller Kongresse oder vieler Kongresse, die eben in den letzten Monaten stattgefunden haben. Und wir dürfen auch mit dem Wandelkongress dabei sein, mit drei Interviews, also zwei, die live online gehen und eins wird es nur bei den Paketen geben. Und das Ganze geht am 6. Februar los. Also ich verlinke euch unter dem Post auf jeden Fall den Link dazu. Und fällt mir sonst noch irgendwas ein, was ich euch noch erzählen wollte. Es kommt auf jeden Fall ganz viel. Wie ich vorhin erklärt habe, ich war gestern am Strand, bin inspiriert worden, habe tolle Ideen, die ich jetzt dann nur noch technisch umsetzen muss oder möchte. Ich plane auf jeden Fall was Größeres für März und freue mich, wenn ihr dann dabei seid. Falls ihr euch fragt wegen dem nächsten Kongress, Wandelkongress, weil ich gerade Kongresse gesagt habe, musste ich das jetzt leider erstmal noch ein bisschen nach hinten schieben, aber einfach aus dem Grund, weil ich möchte es wieder gut machen, also dass es wieder ein guter Kongress wird. Und letztes Mal hatte ich einen etwas größeren Zeitdruck, den ich mir diesmal eben nicht setzen möchte. Und deswegen möchte ich das einfach mit ein bisschen weniger Zeitdruck machen, weil ich weiß, dass es dann vielleicht sogar noch besser wird als letztes Mal. Ja, das in dem Sinne, glaube ich, waren jetzt ein paar gute Punkte für euch als Update. Mir geht es weiterhin gut in dieser kleinen extra Wohnung, in der ich bin. Ich merke, ich nehme mir immer mehr Zeit für mich selber. Ich glaube, dass jetzt Februar auch für mich so ein Monat sein wird, wo ich einfach viel mehr mich wieder auf mich konzentriere, weil, wie gesagt, es war in dem Haus ein bisschen schwieriger. Ich genieße auch diese Zeit mit mir selber und merke auch, dass ich da auch viel kreativer werde. Ja, ansonsten Montag in einer Woche geht es für mich los. Da wird es erstmal eine Woche nach Mexiko gehen, aber da erzähle ich euch dann nächste Woche darüber. Genau, jetzt erstmal euch allen eine schöne nächste Woche. Seid achtsam mit euch selbst. Seid vor allem achtsam mit euch selbst um die Portaltage herum. Wie gesagt, es sind 7., 8., aber es kann auch ein bisschen vorher oder später sein. Seid gut zu euch selbst vor allen Dingen. Und schenkt euch irgendwas Schönes. Heute ist Sonntag, ist ein guter Tag, um damit anzufangen. wie immer, ein ganz tief empfundenes Aloha Mahalo fürs Zuhören, Reinhören und hoffentlich auch Spaß haben. Und euch allen eine gesegnete nächste Woche. Bis dann, meine Lieben. Ciao.